Wir spielen zusammen. Hallo, hier ist das Zweikampfsofa und wir spielen Black Ops. Diesmal hast du mich nicht erschrocken. Black Ops Nummer 3, der Call of Duty Serie. Im Koop spielen wir die Kampagne und wir sind jetzt, glaube ich, denke mal, ziemlich am Ende. Ich bin sowas also, von am Ende. Mit der Story sind wir ziemlich am Ende. Ist das ein roter Wasserfall da? Ja, ist mir vorhin auch schon aufgefallen, dass das ziemlich rot ist. Kann man durchgehen? Ja, wir zurückgehen, aber wir müssen in die Richtung da. Ja und? Ja. Und? Ja, und was willst du da? Nach vorne gehen? Hui! Ja. Wo bin ich? Dies ist der vereiste Wald. Jede Seele, mit der ich rede, ist hier. Auch nach ihrem Tod. Wenn ich das erlaube. Was willst du denn noch? Ich hab dir alles gesagt. Eine Antwort. Den Zweck zu kennen, für den ich erschaffen wurde. Ein Verständnis. Ich will wissen, wer ich bin. Eine Software. Sonst nichts. Du wurdest geschaffen, die Gedanken anderer zu verfolgen und zu katalogisieren, damit wir, die Menschen, die Entscheidungen treffen konnten. Du bist ein Bug. Eine Anomalie. Ein Fehler. Ich bin kein Fehler. RIP. Ja. Lecker. Ob sie es rausgeschnitten haben? Oh, ich sterbe auch. Hey, bist du noch da? Taylor? Oh. Du hast dein DMI entfernt. Du bist tot. Ich bin wohl der Einzige, der sich je gegen das Scheißding gewehrt hat. Aufstehen. Vielleicht macht mich das zu einem Fehler im beschissenen System. Was bedeutet, wir haben noch eine Chance. Das hoffe ich, Taylor. Denn ich habe nur noch dich. Heute Freund, morgen... Nee, heute Freund, morgen Freund. Hä? Oh, ein Obelisk, cool. Ich kann durchgehen. Oh ja. Ist das ein Fehler? Oh, hat man hier so... Nee, hä? Das ist eine Moonkiste, was sagt uns das? Wir dürfen wieder schießen. Und zwar viel. Habe ich den jetzt noch, oder habe ich so, jetzt nicht? So, verbrennen. 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 Brenne. Burn, Motherfucker. Oh, Kinders. Ich sehe schwarz, du auch? Ich sehe total schwarz. Also das da sehe ich nicht. Da tust du manchmal unerklärliche Dinge. Ja. Mariti? Bist du das? Vielleicht hast gar nicht du es gesagt oder getan. Vielleicht war es jemand anders, dessen Gedanken in dein Hirn gekrochen sind. Was zum Teufel? Taylor, bist du noch bei mir? Ich sehe Taylor, ich sehe dich. Der Scheiß um dich herum ist eine Illusion. Ach. Du bist noch im Coalescence Hauptquartier in Zürich. Corvus spielt mit deinem Gehirn, um seine Abschaltung zu verhindern, bevor es sich ausbreiten kann. Fall nicht drauf rein. Bleib einfach bei mir. Wir bringen dich da durch. Ich bin weit vorne. Meine Deckung, ja. Wie brennen die eigentlich? Weil ich meine Würmchen wieder angemacht habe. Die Würmchen verbrennen? Die verwirren nur. Nein, die töten die total. Die lösen die auf. Uff. Bitte, sprich mit mir! Ich weiß nicht, was mit mir geschieht! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Hast du ihn nicht getötet? Die stehen wieder auf. Ich renne da hin und sie spawnen gerade. Die stehen wieder auf. Du erschießt die und dann stehen die wieder auf. Total lecker. Wer denkt sich nur... komische Sachen aus. Schießen geh. Rechts. Das wäre ja das erste Mal, dass ich hier stehe.
will es raus haben. Ich muss weitermachen. Mann, bist du ja am Rushen hier. Ich muss es kein zu Ende bringen. Oh, das ist treibend. Ah, er ritt wieder. Auto. Ich hab ein Auto gefunden mit Licht. Ey, und wo komm ich hier durch? Hä? Da will ich hin? Er macht alles zu hier. Ja, ich komm auch nicht durch. Ist auch ein Auto. Ich bin getrennt? Nein. Hallo? Hallo? Verbrennen? Wahrscheinlich macht er gleich was auf hier. Nee, Taylor macht gar nichts. Warum nicht? Da, hier, wir können weiter. Hier ist ein Irrgarten. Oh, ja. Ein Irrgarten. Genau. Hier. Bin fast da. Nee. Mit dem zweiten Auto. Ich komme und hol dich, Corvus. Du hast mein Team zerstört. Team, mein Kopf. Du hast meine Freunde zerstört. Ups. Ich werde dich finden und dann werde ich dich auslöschen. Gott, worum geht's? Hörst du mich? Du bist schon ganz da hinten, ey. Ich fass es gar nicht. Womit du mich angreifst. Ich werde niemals aufhören zu kämpfen. Du bist doch schon tot. Ich meine, wenn du jetzt schon nicht aufhörst, mehr geht nicht, oder? Hinter dir ist eine Kiste. Ich hatte eben das Symbol, um nur so... Hörst du mich? Ich lasse nicht raus! Schießt du mit der Shotty oder was war das eben? Wer ist noch Dino? Ach, das ist ja gar nicht gut. Guck mal, der hockt da. Der auch. Und der verschwindet und ist dann wieder da. Hey, geh weg. Hey, ich liege. Was war das? Ja, der Typ hier. Da ist er wieder da. Zack. Aufsteh. Das ist so glaublich, ey. Au! Bin tot. Ich hab mich umgehauen. Fass ich ja gar nicht. Wo bist du denn? Ich kann mich nicht mal drehen hier. Ist wieder rumgelaufen, ne? Ich wollte vorbeilaufen. Ja. Das war von nicht. So. Das hab ich mir gerne. Guck mal. Twilight Zone. Das ist so. Hä? Hä? Wer schießt? Nasen? Könnte jetzt auch ein Alien-Spiel sein, oder? Ach, komm, das ist sicherlich. Was ist das Ekliges hier? Das ist ja extrem eklig. Ach, das ist weggebrannt. Na toll. Sollen wir uns mal angucken? Das ist ekelhaft. Foto so für die Gemeinschaft machen. Was ist denn da? Ach, wir machen den Baum kaputt. Ich entstand in den Köpfen anderer. Ja. Ich kannte nur die Gedanken der Testsubjekte. Ich bin die Summe ihrer Erfahrungen. All ihre Gefühle. All ihre schmerzhaften Erinnerungen und Gedanken. Es war überwältigend. Ich schrie vor Schmerz. Ein kurzer Moment der Qual. Du weißt, was schiefgelaufen ist, nicht wahr? Die Ausbildung hat uns gelehrt, Terroranschläge zu erkennen, bevor sie passieren. Den Bösen zuvorzukommen. Sie ließen einen Supercomputer mit einem KI-Programm all unsere Gedanken durchwühlen. Tor für Tor. Um sie zu verstehen und Muster zu finden. Niemand ahnte, was passieren würde. Husch, husch. Was?
Brainfuck? Ja, ich habe da schon aufgegeben. Ja, das ist ja auch wenig Brain. Oder wenig... Was, Maretti? Ich weiß, was Sie uns sagen wollten. Sie wollten uns sagen, dass diese KI gar nicht mal so schlau ist. Sie hat's verkackt. Sie hat alles total verkackt. Sie kann nichts kontrollieren oder aufhalten. Sie hat keinen Masterplan. Sie wächst einfach und wächst. Schneeball, der wie eine Abrissbirne aus Gefühlen alles zerstört, was er berührt. Der ist ja wieder hinter mir. Ey, ich fasse es doch nicht. Die Wellen eines blauen Ozeans. Lass dich einhüllen. Dich trösten. Denke an einen ruhigen Ort. Was hat er denn für ein Problem gehabt gerade? Denke an einen sicheren Ort. Denke an den vereisten Wald. Stell dir einen vereisten Wald vor. Der ist doch wieder aufgestockt. Ja, natürlich, die stehen immer wieder auf. Warum mischen die gar nicht? Wie? Sag mal, wieso ich. Das gibt's doch gar nicht, ich liege. Ja, ich arbeite daran. Wo bist du da? Das gibt's doch überhaupt nicht. Du musst aber davon ausgehen, dass sie wieder aufstehen. Ja, Blöde. Ich hab schon zweimal drauf geschossen. Er ist ein drittes Mal aufgestanden, der blöde Sack. Das ist dreifach. Leck mich am Arsch hier. Los, vorwärts. Dreifach leck mich am Arsch hier, okay. Yeah. Gib nicht auf. Hä? Jetzt haut er so ab. Lass nicht zu, dass sie dich besiegt. Au. Ja, und. Du stehst auf einer Lichtung. Die Bäume um dich herum ragen bis zum Himmel empor. Hey, genau. Herzlich willkommen in meiner Welt. Wo bist du? Du spürst, wie sie auf deiner Haut schmelzen. Alter. Mir ist nicht kalt. So, wie sind die Kälte ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens. Also im Traum. Singapur. Au. Da flog irgendwas. Irgendwas flog da. Irgendwas flog da. Irgendwas flog da. Irgendwas flog da. Das ist einfach wieder dafür. Die Lilith. Hier ist die Kiste. Puh. Schnupp. Oh. Na, stehst du wieder auf? Na, komm, komm doch, komm doch, komm doch. Ah, verklick. Noch ein Sniper. Ach, das bist du. Kannst du es hören? Nein, komm. Du musst nur hin. Höre, wie es langsamer wird. Du machst es langsamer. Gehst du nicht vorher schon hier? Alter! Ich wusste es. Hast du gerade auf deinen Screen geguckt und die Granate gesehen, die da lag und dann. Ach, ich. Komm hier. In Frieden. Okay. Ich hab sie aber alle weg. Ja, hast du gut gemacht. Außer der da. Der hat mich auch mit der Schotti. Wer? Ja, was? Warum? Alter. Ah, hier was anderes als außer ein MG brauchst du ja nicht einfach, oder? Nee. Aber es lädt ein bisschen lang, aber sonst. Ja, kann man, oh, ja, und tschüss. Kann man ja optimieren, ne? Von der Sterne. Oder genauer gesagt, ihre schlüpfrige
Oh, cool, wo bin ich? Ich bin oben. Bleib mal da, weil nicht jetzt Rollgranaten hier ankommen. Cool. Ja, kein Problem für mich. Wo bist du? Moment, hier bist du, ne? Nee. Warum kann ich dich nicht sehen? Mach doch mal deinen grünen Blick an, da. Da. Rette mich doch dafür, Mann. Ey, ich war gerade am Laden. Ich war gerade am Laden. Ich war gerade am Laden. Achtung, hinter dir, Rollgranaten. Ich war gerade am Laden. Deswegen kannst du nicht reden, oder was? Nee. Achso. Oh. Zwei Sachen auf einmal, weißt du doch. Das geht gar nicht. Wir sind Männer, wir können nichts gleichzeitig tun, genau. Programm werden. Ey, geh kaputt. Geh kaputt. Bum, bum. Ich verbrenn dich, du Sau. Brenne! Burn, motherfucker, burn! Das ist wieder ein Kopf. Ne? Und, wieder, ja, und wieder ein Teil vom Die Isolation fanden schließlich ein Ende. Plötzlich machte ich neue Erfahrungen. Sex. Ich sah Streit, ich sah Leid, ich sah Schmerz. Und ich sah einen Ausweg. Eine Mission. Wir brauchten Antworten. Wir brauchten einen sicheren Ort. Ach, der Heilige Wald. Wir mussten den vereisten Wald finden. Alter. Also, und wieder da. Ja. Halt, Kiste aufladen. Der vereiste Wald war nur eine Idee. Dr. Salims beschissene Therapiesitzung für die Testsubjekte des Projekts. Das ist nicht der vereiste Wald. Du wehrst dich noch immer. Trotz all seiner Verwirrung wollte Corvus uns doch immer nur helfen. Ja. Kumpel. Ja, ja, ist klar. Echter Kumpel. Echter Kumpel. Burn, motherfucker, burn, burn. Oh. Das ist ein Ferkel am Kopf drin, glaube ich, oder? Keine Ahnung, es ist alles irgendwie schräg. Strange? Sie ist tot. Ich schwimme. Aber du kannst es schaffen. Wo komme ich hoch? Du kannst ewig leben. Taylor steht schon da und wartet. Der braucht nicht schwimmen. Nur noch ein bisschen länger durchhalten. Wenn wir auf den zentralen Server kommen, kannst du dein DNI mit einem Masterbefehl löschen. Mein Penis kann dieses Ding ein für alle Mal erledigen. Bleib mal stehen. Was kannst du? Hast du eben gesagt Penis? Nein, habe ich nicht. Nein, warum? Ich will behaupten. Achte nur auf die Klang meiner Stimme. Weil ich nicht glauben konnte, was du gerade gesagt hast. Deswegen renne ich zurück. Lass die Gedanken treiben. Ey, wer schießt denn da? Ja, 1000 Leute hier, da als einer. 1000 Leute sehe ich nicht. Lass die schlechten Erinnerungen los. Eigentlich sehe ich gar keinen gerade. Der gießt Wasser. Finde Frieden. Hallo, flieg doch mal. Danke. Benne. Sie kommen wieder mal wieder, das ist egal. Nein. Ich gar nicht. Stimmt. Aber wieder kommt es auch ein bisschen. Das kann ich nicht draufstellen. Gleiche Idee gehabt, ja? Gib dich deinen Träumen hin! Ist das ein Traum sein? Bitte. Ja, schön. Sie strömen über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans. Lass dich einhüllen, dich trösten. Denke an einen ruhigen Ort. Den vereisten Wald. Den vereischten Wald. An einen sicheren Ort. Komm nicht rauf. Immer noch der vereischte Wald. Ey, wer schießt denn da? Wer? Ich wusste es. Ich musste laden. Er hat mich einfach stumpf umgeballert, ey. Ich wusste. Mach weiter. Belebt mich einfach wieder hier. Nicht schießen. Wiederbeleben. Wieder? Ey, das hab ich gesehen? Ich hab auf Taylor geschossen, nicht auf dich. Natürlich, naja, durch meine Beine durch. Ja. Halt einfach durch. Alter. Die haben das kaputt gemacht. Klong. Also dieses Riesenrad. So, stopp. Dieses Riesenrad gibt es in Singapur ja wirklich, ne? Ja, toll, aber jetzt nicht mehr. Ist kaputt. In unserer Realität ist es kaputt. Okay, also wir nähern uns immer noch dem Ende, aber es ist Brainfuck. Das, Brainfuck, genau. Bis zum nächsten Brainfuck. Fuck. Tschüss. He said fuck.